Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad in Düsseldorf auf der Cycle World Europe mit dem André von Pinion. Und der wird uns heute mal ein bisschen so erzählen, was die Vorzüge von der MGU, also der Motor Gear Unit von Pinion, was die so besonders macht. Ja, hi Lucien, danke. Hi. Du möchtest wissen, was die Vorteile davon sind? Genau, wir haben uns jetzt hier bei dem Simplon Rapcon P-Max Pinion mal hingestellt, weil das mal so ein Mountainbike ist. Auf unserem Kanal haben wir schon ein paar Tracking-Bikes gezeigt mit der Pinion MGU. Und hier wollten wir jetzt mal zeigen, was hat jetzt zum Beispiel so ein Fahrer, der im Pfälzerwald im Saarland unterwegs ist, davon, wenn er sich jetzt eine MGU holt oder ein Bike mit einer MGU, gerade so bei einem EMTB. Ja, also ich würde sagen, der allergrößte Vorteil beim E-Mountainbike-Fahren ist, dass unsere Schaltung zum Beispiel sehr gut mit dem Motor harmoniert. Die Schaltung ist integriert zusammen mit dem Motor in einem Gehäuse und somit hast du nicht das Problem, dass wenn du jetzt Vollgas mit deinem Motor gerade dich unterstützen lässt, aber den Gang wechseln willst, dann halt deine traditionelle Kettenschaltung zum Beispiel belastest. Das ist ein typisches Problem. Auch wenn man viel fährt, hat man häufig das Problem, Kette verschleißt, Ritzel verschleißt. Durch die höhere Leistung, die einfach der Mittelmotor leistet, ist das ganze Zeug einfach schneller verschlissen. Und das ist halt bei der MGU gar nicht. Die Schaltung ist ein Stirnradgetriebe, wie man das vom Auto kennt. Ja. Und halt optimal auf den Motor abgestimmt, sodass halt unsere Schaltvorgänge nicht von dem Motor stark beeinflusst werden. Ja. Jetzt sieht man bei EMTBs, die haben manchmal den Riemen und manchmal die Kette. Was ist jetzt so für die Zuschauer da draußen das die bessere Wahl? Die Mountainbiker kennen ja eher die Kette. Klar, es gibt ganz wenige, die mit dem Exotenrad rumfahren, mit einer Rulof, sag ich mal, E14 oder normaler Rulof, die halt dann Riemen haben. Aber die meisten fahren doch, würde ich mal so grob sagen, 98% mit einer Kette. Jetzt ist ja hier ein Riemen drauf. Ne? Würdest du jetzt eher zu einer Kette empfehlen oder zu einem Riemen? Oder ist es egal im Ende? Also der Riemen hat schon ganz klare Vorteile, muss man sagen. Er ist sehr, sehr standfest. Gerade bei unserer MGU erlauben wir auch nur die Stahlriemenscheiben. Das heißt, die sind wirklich sehr, sehr langlebig. Du meinst quasi das Äquivalent zum Kettenblatt, gell? Genau, das ist bei unserer MGU immer vorgeschrieben aus Stahl, auch hinten. Und dann ist das so, dass dieser Zahnriemen wirklich super wenig verschleißt und auch echt wenig Pflege erfordert. Und beim voll gefederten Mountainbike kommt noch hinzu, dass selbst wenn der Riemen mal ein bisschen schlägt, das kennt man ja von der Kette, auch bei der Kettenschaltung. Bitte, wenn ja? Wenn der Riemen vielleicht mal ein bisschen wackelt oder ein bisschen schlägt. Ja. Na, wenn du durch sehr ruppiges Gelände fährst, dann ist der halt so leicht und dadurch, dass der eher kunststoffartig von der Außenhaut ist, macht der kein großes Geräusch. Das heißt, dieses typische Kettenschlagen, wenn man bergab fährt, wenn man Downhill fährt, hat man hier gar nicht. Das ist super leise, wenn man bergab fährt. Das sieht man auch hier. Man hat hier auch keinen Schutz an der Kettenstrebe halt verbaut. Also hier kein so ein Silencer, so ein Gummi-Ding, ne? Wo dann die Kette immer so draufschlägt. Ne? Das braucht man ja hier dann scheinbar nicht. Ne? Nein, also zum einen ist es halt dadurch, dass der Riemen sehr, sehr leicht ist, hat er sehr wenig träge Masse. Das heißt, der ist für den Riemenspanner viel leichter unter Kontrolle zu bekommen, als mal ein Schaltwerk, das mit der schweren Kette schafft. Okay. Deswegen ist so ein System, gerade im Downhill, schön leise. Und ein Grund, warum natürlich immer bisher viele auf Kette unterwegs sind, ist, dass du bei den meisten Systemen, wo du einen Riemen fahren kannst, nicht genügend Bandbreite zur Verfügung hast in deiner Schaltung. Die meisten Schaltungssysteme sind dann vielleicht in der Hinterradnabe und haben dadurch nicht diese große Bandbreite, wie das unser Piniongetriebe kann. Ja, also wir haben dann die Möglichkeit 380%. Wenn wir halt ein bisschen höher gehen, klar, gibt es dann noch die Nabenschaltung, fangen so bei 250, 260 an. Und dann haben wir noch mit einer sehr hochwertigen Schaltung 526 und hier haben wir ja 600 bei 600%, genau. Das ist schon mal eine Ansage. Ja. Und du hast einen ganz großen Vorteil. Du kannst die Bandbreite bei uns auch so ein bisschen beliebig ins Leichte verschieben. Das heißt, man kann durch die hintere Riemenscheibe zum Beispiel auch sehr, sehr leichte Gänge schaffen, wenn man die ein bisschen größer macht. Und das ist halt bei so einem Mountainbike der Fall. Das heißt, du hast immer genügend Klettergänge zum Bergauffahren parat. Also du sagst, hier kann man hinten eine andere Scheibe drauf machen, damit man da nochmal so ein bisschen Spielraum hat. Genau, also bei den Mountainbikes ist das immer eigentlich so, in dem Trim hier ausreichend gespeckt, braucht man nicht verändern. Aber ein großer Unterschied ist zum Beispiel zu einer Nabenschaltung. Wenn du in die Nabenschaltung sehr, sehr viel Kraft reingibst, ja, also Fahrerkraft plus Motorkraft, dann ist die auch irgendwann überfordert mit dem Eingangsdruck. Da gibt es Kräfte, ne? Nee, die,
die geht auch irgendwann kaputt. Ja. Die hat ein limitiertes Eingangsdrehmoment. Ja. Und bei Pinion ist das so, die Untersetzung findet hier vorne schon statt. Mhm. Motorkraft und Fahrerkraft gehen quasi gemeinsam hier vorne untersetzt schon raus. Das heißt, du hast kein empfindliches Nabenschaltung da hinten mehr, die kaputt gehen könnte von zu hoher Kraft. Das heißt, hier kannst du wirklich super steile, kleine Klettergänge realisieren, ohne dass die Schaltung da ans Limit kommt. Also verstehe ich dich jetzt richtig, dass du eher zum Riemen tendierst, ne? Genau, aufgrund der Thematik, dass das halt deutlich leiser ist und halt auch deutlich besser unsere Wartungsarmut bei der MGU halt matcht. Das passt einfach besser. Also kann man sagen, wenn jemand halt von Hause aus eine Kette hat, da auf dem Rad gibt es ja auch, oder sich eine Kette drauf machen will, ist es einfach, zwar ist die langlebiger wie bei einer klassischen Kettenschaltung mit einer Kassette hinten, aber man muss trotzdem schon ein bisschen mehr reinigen, ölen und halt. Genau, also das klassische Ölen bleibt halt auch bei einer, wenn die MGU mit Kette ausgestattet ist, ist das so eine Longlife-Kette, nennen wir die. Die ist ein bisschen dicker, breit, ne? Genau. Ja. Auch sehr, sehr standfest, kann man nicht anders sagen. Aber du musst trotzdem noch Kette ölen. Das fällt halt beim Riemen aus. Was meinst du, erklär mal den Zuschauern Standfestigkeit bei einer Kette oder bei einem Riemen. Du möchtest, dass ich jetzt die Kilometerangabe rauslasse, oder wie? Zumindest grob, ohne dass man dich da auch jetzt so mega festnageln kann. Nein, das machen wir nicht, weil das kommt immer sehr, sehr auf die Bedingungen und auf die Pflege an. Ja. Aber du kannst mit einer MGU, würde ich sagen, schon wirklich deutlich länger unterwegs sein als mit einer klassischen Kettenschaltung. Ja. Also deutlich länger. Deutlich länger, okay. Gut. Nee, interessantes Ding. Ne? Gewicht war, glaube ich, unter 4, glaube ich. Kann das sein? Der MGU wiegt ca. 4 Kilo, das ist korrekt. Du sparst dir halt. Der MGU wiegt ca. 4 Kilo und du sparst dir aber halt hinten Schaltwerk und Kassette. Das heißt, letzten Endes beim E-Bike hebt sich unser normaler, also wir haben immer einen kleinen Gewichtsnachteil durch das Getriebe, aber beim E-Bike hebt er sich relativ gut auf, dadurch, dass halt Schaltwerk und Kassette fehlen. Also es ist quasi eine Milchmädchenrechnung, wo jetzt die halbe Tafel Schokolade mehr oder weniger ist. Weil im Endeffekt kommt es ja darauf an, wie die Kassette gefräst ist, ob es das jetzt irgendwie eine Leichtbaukassette ist, was für eine Kette drauf ist und. Ne? Genau. Und was für ein Motor, ist es jetzt ein, sag ich mal, ein schwerer 3 Kilo Mittelmotor oder sind wir hier bei 1,8, 1,9, was ja auch schon. Genau, wobei die haben meistens nicht die volle Power. Also du hast halt ja häufig so Leichtbau. Gut, dann 2,5, 2,6, 2,7. Genau, da ist halt häufig so leichtbar, aber die haben meist auch nicht so die volle Kraft dann. Ja. Also das Interessante ist quasi, wir haben ein System, wo ein bisschen verschleißärmer ist, wo länger hält und wo halt die Pflege nicht mehr so aufwendig ist, ne? Wenn wir den Riemen holen. Ne? Deutlich, ja genau. Deutlich. Also Riemen matcht das halt, diese Wartungsarmut unserer MGU sehr, sehr gut. Ja. Gut, nee, coole, interessante Geschichte, ich bin mal gespannt. Wir sind ja hier, wir drehen ja März 2024, in 3-4 Monaten ist die Eurobike. Da bin ich mal gespannt, welche Hersteller noch mit in das Spiel Pinion MGU mitmachen. Und bis dahin würde ich sagen, euch noch eine gute Zeit. Danke, André. Ne? Ja, hat mir Spaß gemacht. War gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.